Ach, schwierig. Fluch und Segen zugleich. Manchmal sage ich, es ist gesünder ohne Social Media. Dann ist es aber auch so, ich lese gar kein Paperprint mehr. Das sind meine Nachrichten. Bei einer Tasse Kaffee wirklich mal Social Media zu lesen und da zu gucken, was in der Handballwelt los ist, ist halt meine Zeitung, ne? Aber ich merke natürlich auch da, dass ich alt werde und nicht mehr up to date bin. Das merke ich immer wieder, weil Social Media ist in, aber Instagram ist ja scheinbar sowas von out. Ich musste mir neulich von meiner 11-jährigen Tochter erklären lassen, Instagram, be real is in. Das wollte ich gerade fragen, ob du das schon warst. Was ist in? Dann habe ich mir den Sinn von be real erklären lassen und konnte es überhaupt nicht nachvollziehen. Gleich Lücke im System gesucht. Postest du denn aus der Dusche oder aus der Toilette, wenn dir der Algorithmus das vorgibt? Na klar. Okay, ich bin raus. Ich bleib bei Ich dem, dachte, ich was schicke dir gleich nach dem Stream die Freundschaftsanfrage. Okay. Ich lasse dir morgen von meiner Tochter nochmal erklären, wie das geht. Ja. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich bin auch sehr zwiegespalten. Also im Sinne der Sportart, wenn man es richtig nutzt, kann man da schon sehr viel bewirken. Ja. Aber ich glaube, es gibt viele Menschen, die sich dadurch auch kaputt machen und den Sinn des realen Lebens irgendwo verlieren. Also hört sich vielleicht extrem an, aber du musst nur mal durch die Welt laufen, was es mittlerweile, es hat ja seine Vorteile, aber ich glaube, du musst damit lernen, wirklich auch umzugehen. Und das ist auch ein Teil, das, glaube ich, in unsere Gesellschaft gehört, weil das, ja, ich bin jetzt gerade auch ab und zu immer viel mit der Bahn unterwegs, du siehst halt jeden nur noch mit diesem Ding vor der Nase sitzen. Das hat ja die Vorteile und ich genieße es auch, wenn ich weg bin oder auch weg war, dass ich zu Hause irgendwie anrufen kann per Videotelefonie und auch über Social Media diverse Sachen, auch mit euch jetzt hier so in Kontakt bin. Ja, das ist ja super cool, aber du musst halt lernen, damit umzugehen und das lernen, wissen halt, glaube ich, leider nicht viele. Es fällt ja einem selber manchmal schwer und deswegen bin ich zwiegespalten tatsächlich. Ich glaube, also ich habe mir fest vorgenommen, mal so ein Detoxing mal einzulegen. Also ich bin jetzt nicht jemand, der ständig da dran hängt. Aber trotzdem einfach mal so mal abschalten. Detoxing. Geil. Ja, Digital Detox, also habe ich auch irgendwo mal so aufgeschnappt in meiner Recherche, sag ich mal so.